Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hausbilder hier auf meinem Kanal und hier im Wald. Ja, wie ihr sehen könnt, ich habe schon mal ein kleines bisschen weiter gemacht. Das ist echt schon übel, was wir hier an Holzstämmen fällen müssen. Aber ich habe eine neue Fähigkeit dazu bekommen. Das heißt, immer wenn ich jetzt einen Baum fälle, kriege ich zwei Baumstämme raus. Und nicht nur einen. Kann ich euch jetzt mal zeigen. Zack. Und hier da, bam, wir haben direkt zwei Baumstämme am Start. Finde ich voll geil, die Funktion. Absolut nicht verkehrt. Und was wir haben, ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt schon in der letzten Folge hatten, Labertechnik hier. Also ich brauche nur noch mit dem Ding da drauf halten. 4,56, 4,56, wir brauchen zweimal 4,56 und einmal 7,50 Meter. So, dann machen wir mal hier 7,50 Meter. Zack, jawohl. Und hier 2 mal 4,56. Na? Einmal und... Ah, der ist schon zu kurz wahrscheinlich. Schauen wir mal. Wir nehmen alles mal mit. Und wir haben wieder eine neue Fähigkeit bekommen. Okay, mal gucken, was da jetzt gleich kommt. So, hier packen wir den langen hin. Sehr schön. Nein. Hier packen wir den hin. Und den packen wir da hin. Oh, hat sogar gepasst. Da haben wir nichts mit zu, ne? Zu kurz, warte mal, einen ganz kurzen hatten wir hier noch. Und hier haben wir auch noch kurze, warte mal, wo sind sie? Hier, die können wir noch mal eben schälen. So. Nehmen wir die noch. Zack und zack, haben wir die auch drin. Hier werden nämlich Fenster reinkommen, so wie es aussieht. So, und dann brauchen wir hier noch ein paar kurze. So, jetzt haben wir hier eine neue Fähigkeit. Blinder Meister. Mit dieser Fähigkeit kannst du die Länge des Holzes um ca. 50% verschätzen, da du es wahrscheinlich, da du während des Verlegens bearbeiten kannst. Sehr schön, danke. Okay, wir brauchen auf jeden Fall mehr Stämme. So, warte mal, jetzt müssen wir nochmal gucken. Ah, ne, halt. Falsche Taste. Das brauchen wir so. Hier 1,70, 1,66, 1,82 und hier haben wir noch 4,58. So, hier haben wir noch was gesehen. Dann können wir direkt hier hin verbasteln. Zack. So, dann machen wir hier nochmal ein paar Bäume fällen, ne? Sind eigentlich... Ah, krass, die Bäume sind hier schon wieder nachgewachsen. Dann brauchen wir nicht so weit laufen. Geil. Zack. Okay. So, was war das jetzt so um die... 1 Meter, was weiß ich was? Ein Meter 70... Irgendwas mit 1,80 war da noch. Und hier nochmal 1. So. Also, okay. Da haben wir hier erstmal ein paar Stücke, die wir gebrauchen können. Zack, jawohl. Rein damit. Oha, hier kommt wieder so ganz lange. Und hier kommt noch einer hin. Haben wir noch einen? Jawohl. Zack. So, sehr schön. So, und hier brauchen wir wieder einen 7,55 Meter. Hey, Schwein, weg von meinem Holz. So, 7,55 Meter. Ah. Ah, geil.
Okay, machen wir von der Seite. 7 Meter. Da kann man voll schlecht sehen. Voll schlecht, meine ich gar nicht. Aber machen wir mal so, müsste passen. Wir machen erstmal den langen. Jawohl, hat gepasst. Und den packen wir da rein. Sehr schön. Und weiter geht's mit dem Baumfällen. So, was brauchen wir denn jetzt hier wieder? Wieder so um die 1,80 und hast du nicht gesehen, ne? Ah ne, hier brauchen wir noch einen längeren, Moment. Schauen wir hier. 4,58. Zack. Ah. Zack. So, hier machen wir mal so zwei kürze und hier machen wir auch ungefähr die Hälfte nochmal. So, zack, der ist drin. Ach, da haben wir nichts für, schade. Da haben wir noch was. Hier haben wir noch einen. Jetzt kommt hier wieder so ein langer hin. Da haben wir noch was, jawohl. Dafür haben wir nichts mehr, okay. Schade. Kann eigentlich, warte mal, wir haben noch hier. Ah ne, nur noch so ein ganz kurzes Stück. Ich würde sagen, hat man nicht hier noch irgendwas liegen? Haben wir nicht. Okay, neue Fähigkeit. Holz, Spaltermeister. Verdreifache die Anzahl der Stämme beim Schneiden mit der Kettensäge. Jawohl, her damit. Vielen Dank. Dreimal Stämme jetzt. Geil. So, dann brauchen wir wieder 7,55 Meter. Ich meine, ist ja jetzt nicht so, als wäre hier noch ein Stamm, ne? Zack. Mal dahin. Zack, so. Mal gucken, ob wir hier besser erkennen können. So, so, passt. Und dann packen wir den direkt hier oben drauf. Und den packen wir dahin. Haben wir den auch. Cool. So, jetzt müssen wir hier dreifache Baumstämme an den Start bringen. Jawohl. Immer blöd, wenn die anderen immer stehen bleiben. Egal. So, was haben wir hier? 4,58 Meter. 4,58 Meter. Was haben wir hier noch? 2,91. Also 2 mal 4,58 Meter. Und wow, reicht wieder nicht. Na komm, einmal da und passt es. Jawohl, passt. Durch unseren Bonus-Skill, den wir da haben. So, hinlegen. So, was brauchen wir denn jetzt hier? Nur noch kurze, ne? Einmal 3 Meter. Ah, der andere ist auch umgefallen, sehr gut. Machen wir hier mal irgendwie 2 Meter irgendwas war das. So, und die schneiden wir nochmal so. Zack, so, wo haben wir jetzt hier den langen? Boah, Alter, habe ich mich erschrocken. Stimmt bei dir nicht viel. Geh weg. Du nervst. So, ah. Oh, hier sollten noch 3 Meter hin und
Der kommt dahin. So. Ja, so langsam nimmt das Ding doch hier Form an, oder? Hey, ein Fuchs. Ist er weg? Jawohl. Ach Gott, jetzt steht er da. Nervt er nicht. So, jetzt nochmal 4,58 Meter. Zack. Na, komm her. Den dahin. Da muss auch wieder so ein ganz langer hin. Da haben wir noch was. Und da oben. Oh Gott. Okay. Danke. Können wir direkt dahin packen. Aber wie komme ich denn hier rein? Gibt es hier irgendwie eine Tür? Hier. Da muss da jetzt auch noch irgendwas. Ah, hier. Ich würde sagen, da muss da noch was hingefallen sein. Zack, den können wir da oben drauf packen. Eine Frage, würde das gehen? Ha! Zack. Haben wir dort auch. Nice, gefällt. Ja, so langsam wird die Blockhütte hier was, wa? Dauert halt alles ein bisschen. Plopp. Auf mein Auto! Zu wahnsinnig. Das Problem ist, ich sehe halt jetzt die Länge nicht, ne? Damit haben wir nämlich den, na, den hier schon am Start, und das kurze Stück kann sein. Tada! So, next, so was brauchen wir hier. Das dürften wieder 4,58 Meter sein. Es macht aber echt Bock, ne? Muss man sagen. So. Na, nehmen wir den mal mit, so. Zack. So, der ist drin. Der ist auch drin. Da ist auch einer drin. Jawohl, sehr schön. So, und jetzt nochmal 4,58 und nochmal ein paar kurze. Also 4,58 ist hier so eine Standardgröße wahrscheinlich. Naja, gut, okay, ne? Ja. Wir müssen ja da irgendwie an den Start kommen. Ey, wo ist denn? Damit. Und packen wir mal da rein. Halt. Ah, da wieder. Da kommt noch einer ran. Wieder ein langer. Zack. Und passt der. Ne, das ist zu kurz. Schade. Egal. Legen wir hier hin. Ist nicht verloren. Wir brauchen nur wieder neue Bäume. Wow. Okay. So. Gucken wir mal, ob das passt. Der passt. Hier auch. Sehr schön. Zu mal her. Halt. Der könnte jetzt hier hinpassen. Genau. 4,58 Meter. Und 7,55 Meter.
Zack, zack. Na? Einmal oben drauf. Und einmal dahin. Zack. Und zack, so. Wir nehmen erst den langen. Nicht, dass er den einen hier direkt und zuschneidet. Wäre nicht so geil. Da kann einer hin und da kommt noch einer drauf. Alter Schwede. Das dauert aber schon lange, ne? Muss man ja dazu sagen. So. Schauen wir mal, wie weit das jetzt hier geht. Alter, wo willst du hin? So, was braucht man? 4,58 Meter wieder. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig geschnitten. Ja, so eine Blockhütte, ne? Da musst du schon zack, ein bisschen Wald für fällen. Nur hier im Spiel wächst der Wald schneller nach. So. Das ist das Gute. Na komm, so. Und jetzt musste hier noch irgendwo was Längeres hin, ne? Ne. Da einen hin. Da. Voll nervig. Immer dieses Hin- und Herrennen. Ich hoffe mal, dass es von der Höhe jetzt soweit dann mal so langsam Richtung Dach geht. Ah, hier wird es kürzer, ich sehe schon. Oh Gott, jetzt habe ich hier. Tolle Wurst. Oh, hier wieder ein langer. Und hier haben wir noch einen kurzen. Zack. Okay. Wir dürfen die gleiche Länge haben. Und wir holzen weiter den Wald ab. Okay. So, jetzt brauchen wir wieder diesen 7 Meter Baumstamm. Ich meine, ich kann zwar mehr tragen, ne, aber ich habe immer so die Bedenken, dass ich dann jetzt hier, warte mal, mit dem kann ich jetzt anfangen gerade, ne? Ne. Legen wir mal gerade hier hin. Dass ich hier, sag mal schnell, die langen Baumstämme für die kurzen, also dass ich die langen Baumstämme für die kurzen Stücke benutze. Und die dann erstmal zurecht. Was in beiderlei Hinsicht dumm wäre. Wo ist eigentlich... War hier nicht ein dritter Baumstamm oder habe ich den schon kaputt geschnitten? Ne, wo sind wir hingeholt? Den kann ich doch noch nicht zurechtgeschnitten haben. Ah, hier. So. So. Ein bisschen Verschnitt dürfen wir ja haben, das ist das Gute. So. Zack. Und hier auch noch. Zack, so. Ich glaube, so langsam geht es Richtung Dach.
Alter Schwede, ne? Da rennt man sich aber echt die Füße platt. Schwein, geh mal weg. Zack, zack. Wir roden hier den ganzen Wald. Der aber ziemlich zügig nachwächst. Oh, ich hätte eine Verwendung für das kurze Stück da. Hab ich gerade gesehen. Halt. Zack, so. Wo ist das kurze Stück? Das können wir hier oben draufsetzen. Sehr geil. Ah, so langsam wird's. So langsam wird's ein Haus. So. Ja, nehmen wir die erstmal. Müsste passen. Jawohl. Ja, werden enger, ne? So, was brauchen wir dann noch? Kurz. Da hinten auch nochmal so auf die Länge ungefähr. Quasi die Hälfte von dem Baum hier. Ja, so ungefähr. Zack, das funktioniert. Wenn man nicht irgendwo gegenlatscht. So, das dahin. Ah, können wir direkt noch einen drüber setzen. Na, komm. Zack, Hammer. Und mehr haben wir nicht. Alter Schwede, ey. Aber wir sollten vielleicht trotzdem mal nachmessen. 4,20 Meter. Und hier sind wir schon bei... Ah, auch 4,26 Meter. Mal 4,20 Meter und ja, passt schon. Zack. Und na, komm her. Zack, so. Na. Okay, die Holzbalken werden kürzer. Ah, so um den Dreh, ne? Ja. Sollte passen. Problem ist, die Bäume an sich sind gar nicht so lang, ne? Na? Zack, so. Ja, wie gesagt, also schreibt mir mal in die Kommentare, wie findet ihr das Spiel? Sagt ihr, kann man machen, oder sagt ihr, oh wait, voll der Cringe? Also ich bin ja mal gespannt, es dauert halt ziemlich lange, das muss man dazu sagen. Damit habe ich jetzt so nicht gerechnet, dass das... Ah Mann. Zu kurz, okay. Kann das irgend... Oh ne. Kann nicht. Ah, okay, alles klar. Ja, lass mal den mal da liegen.
Wir brauchen relativ kurze. Ich würde sagen so. Nehmen wir die mal mit. Weil die brauchen wir für hier. Okay, dann machen wir richtig kurze. Zack, so. Ah, hier, den können wir da gebrauchen. Halt, so her. Schon mal gucken, ob wir da dran kommen. Okay, ah, warte mal, kann ich die Leiter hier nehmen? R2. Kann man ja auch irgendwie drehen. Irgendwie nicht, ne? Gut, kann ich hier irgendwie benutzen? Wie benutze ich die denn? Die Leiter ist irgendwie scheiße. Dann halt so. Tu die Leiter mal auf Seite. Kann irgendwie nix. So, jetzt brauchen wir hier noch ein. Keine Ahnung. Wo hab ich denn jetzt die Baumstämme gefällt da oben? Weh, geh weg. Oder hörst. So, 4 Meter irgendwas. Und dann nochmal so richtig kurze Teile. Ah, hier liegt noch ein Baumstamm. Den kenne ich mir doch eigentlich. Oh, hör ich nicht schon wieder. Geh weg. Könnte ich mir doch theoretisch hier irgendwo. Tick. Oh, jetzt brauche ich auch noch so einen lang. Ich glaube. Lüge. Okay, wie komme ich da hinten ran? So am besten. Und zack. Sehr schön. Haben wir auch drauf. Der dürfte zu kurz sein, richtig. Ja, hab ich schon gedacht. Ah, ich muss hier wieder raus, ne? Okay, dann nehmen wir noch da hinten. Was ist denn das? Ja, auch irgendwie sowas um die 3 Meter oder was. Nehmen wir den da auseinander. Und dann sind wir eigentlich am Start hier. Hoffen wir mal, dass das jetzt reicht. So, Hammer. Ah, zu kurz. Zu kurz. Ach so, da geht schon wieder einer so durch. Ah, Mann, echt jetzt? Okay. Ja gut, dann müssen wir noch einen Baum fällen. Dann geht nicht anders. Mal gucken wir, ob das jetzt passt. Na. Jawohl, sehr schön. Und noch mal sowas. Na komm, jetzt dürfte der aber passen, oder? Jawohl. Also zumindest bis zum Dach müssen wir hier kommen. So. Ich
Ich hätte den Boden gerne schon drin, damit ich hier besser laufen kann. Haben wir leider nicht. Aber so geht's auch. Wie gesagt, schreibt es mir mal in die Kommentare. Was haltet ihr von dem Game? Findet ihr es cool? Macht euch das Spaß, wenn ihr es auch zockt? Würde mich interessieren. So, schauen wir mal, was wir davon noch gebrauchen können jetzt hier. Zack, zack. Dass ich hier nicht auf einem Balken stehen kann. Plopp. Jawohl. Und da haben wir es auch drauf. Juhu! Ah, der wird gekürzt. Zack. Ist auch noch jetzt hingefallen. Ah, ja. Und den packen wir da hin. Sehr schön. Ja. Oha. Sägewerk benutzen. Okay. Holzbalken da drauf. Holzlatten machen. Alles klar. Machen wir in der nächsten Folge. War jetzt schon wieder echt lang. Aber ist cool geworden hier die Nummer, würde ich sagen. Dann schauen wir mal, dass wir das hier vielleicht in der nächsten Folge dann doch mal fertig kriegen. Schauen wir. Werden wir hinkriegen. Und ja, dann würde ich sagen, bewerten, kommentieren und kostenlos abonnieren. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und dann können wir hier mit dem Hirsch zusammen weitermachen. Ich sag mal bis zum nächsten und ciao, ciao.